Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge sind wir hier in Hello Bastion angekommen und sind nun dabei, die große Eingangspforte dort hinten zu öffnen. Dafür müssen wir aber runter ins Erdgeschoss, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, und das werden wir jetzt auch entsprechend tun. Ich wollte nochmal zeigen, nicht dass sich jetzt jemand wundert, dass wir dieses Holzschwert dabei haben. Und wir können euch ja jetzt denken, okay, warum rüste ich nicht einfach ein Schlüsselschwert aus? Es geht nicht. Hier steht jetzt auch nochmal Übungsschwert aus Holz und es kommt das Störgeräusch. Alle unsere Schwerter sind also weg. Und nur das Biest ist jetzt da, um uns gegen die zu verteidigen. Und natürlich ein bisschen auch unsere Magie. Wir selbst können keinen Schaden mit dem Schwert ausrichten. Es ist wirklich nur ein Spielzeugschwert. Aber erstaunlich, dass wir immer ein Feuer rauskriegen. Aus dem Holzschwert dazu noch. Schon irgendwie amüsant. So, jetzt müssten wir mal gucken. Wir können jetzt auf jeden Fall in die verschiedenen Luftblasen hier rein, aber wir müssen uns jetzt natürlich irgendwie einen Weg bahnen. Ich gehe mal davon aus, dass wir Schalter finden müssen. Und das war jetzt hier wohl eher der Weg zu der Schatztruhe hier. Das ist aber nicht schlimm. Wir können hier gleich richtig abräumen, wie ich gerade feststelle. Kommen wir da auch schon rüber? Ah, da ist erstmal nur eine Schatzkiste. Oh, hier ist alles voll. Ist auch sehr interessant, dass quasi zu Fuße dieser Festung kein Wasser ist, wie ich ursprünglich dachte, sondern eben, ja, so Kristallgestein, blaue Wände, wie auch immer. Und jetzt sind wir hier im Untergrund. Aber bringt uns das was? Tatsächlich. Ah, das Biest kann Wände durchschlagen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr. Und da kommen wir hier an einer ziemlich abgelegenen Truhe. Da wird bestimmt was Gutes drin sein. Nur ein Blitzkergummi, schon enttäuschend. War wahrscheinlich einfach nur ein kleines Geheimversteck, das wir direkt gefunden haben. Der Gleiter ist halt wirklich unglaublich praktisch. Damit kommen wir eben an so viele Orte, an die wir sonst nicht kommen würden. Na, sieh mal einer an. So ist es vermutlich eigentlich gewollt. So soll man vermutlich eigentlich darüber kommen. Gut, das haben wir jetzt natürlich durch den Gleiter halt ein bisschen geskippt. Aber hier ist doch auch nichts mehr weiter, oder? Aber den Sinn von dem Raum hier verstehe ich noch nicht ganz. Ah doch, hier unten ist Kristall. Jetzt haben wir den Block einfach nur verschoben. Tja, vermutlich damit wir wieder zurückkommen. Na gut, dann nehmen wir die andere Blase. Hier haben wir alle Schatzkisten. Und das Biest ist auch mitgekommen, sehr gut. Und hier ist ein Speicherplatz, also so verkehrt können wir schon mal nicht sein. Feuerringe halten. Und hier ist wieder eine Wand, die das Biest natürlich durchhauen kann. Das Biest, zu dem habe ich noch gar nichts gesagt, stammt natürlich aus der Schönen und dem Biest, ein Disney-Klassiker, den ich ebenfalls nur ein einziges Mal in meinem Leben, glaube ich, gesehen habe, an den ich mich aber auch kaum noch erinnern kann. Dafür habe ich aber die Neuverfilmung gesehen und weiß immerhin, worum es geht. Ansonsten kenne ich eben nur das klassische Märchen. Hier ist sogar ein extra Raum, okay. Mit zwei Schatzkisten, das lohnt sich doch. Und einem blauen Trio-Tech. Also müssten wir später mit Donald und Goofy unbedingt nochmal herkommen. Das werden wir später in einem weiteren Nebenpart, denke ich, auf jeden Fall tun, denn davon wird es, denke ich, mindestens noch zwei geben. So, jetzt hat das natürlich wieder die Orientierung grüßen. Von da sind wir gekommen, hier müssen wir lang. Und das sieht mir ganz aus wie so ein Irrgarten-Rätsel. Hat uns das was gebracht? Kommen wir noch raus? Nein. Und wir sitzen in der Falle. Also das war definitiv der falsche Schalter. Also müsste es, so wie ich das sehe, irgendwo noch einen anderen geben. Hier wäre einer auf jeden Fall. Na, das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurück in den Raum. Ich bin der Meinung, konnte man hier nicht auch noch irgendwas auslösen?
Ich habe irgendwie gedacht, dass ich mich da von früher noch dran erinnern kann, aber hier scheint soweit nichts zu sein. Okay, aber das wollte ich jetzt unbedingt nochmal überprüft haben. Na gut, da jetzt hier aber kein weiterer Schalter ist, den wir auslösen können, muss ich ja jetzt diesen auslösen. Mal gucken, was passiert. Ah ja. Jetzt können wir natürlich hier lang, logisch. Und so falsch kann das ja jetzt nicht gewesen sein, denn das ist ja der einzige Knopf, den wir drücken konnten. Oh, da ist eine Luftblase. Interessant. Mal sehen, wo wir... Moment. Müssen wir die überhaupt nehmen? Ja, müssen wir. Die bringt uns vermutlich hier unten... Nee, da kann sie uns nicht durchbringen. Jetzt hat die Frage, wo bringt die uns durch? Kommen wir noch zurück? Nee. Gut, dann nehmen wir die erstmal. Ach, da drunter. Okay, alles klar. Und das sieht mir doch aus wie der große Hebel zum Tor. Der da ist, hier. Das sieht mir ganz danach aus. Okay, es ist erstmal eine Druckplatte. Ein Defender. Gravitra als erstes und danach die Stoppmagie. Mist, für Stopp reicht's nicht mehr. Na, nochmal Gravitra. Super. Das ist der Tormechanismus. Etwas hat sich geöffnet. Schnell zum Eingangsportal. Stand da, glaube ich. Manchmal geht die Schrift so schnell weg. Auch der Soundtrack in dieser Welt ist wirklich so unglaublich gut. Also... So, wie kommen wir jetzt hier am besten wieder raus? Muss ich jetzt erst den drücken? Gut, hätte jetzt vermutlich nicht sein müssen erstmal, aber... Der war auf jeden Fall falsch. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach so, das war wieder der Schalter. Ah, Mann. Das ist immer alles so verwirrend. Moment, wie ging denn das jetzt? Wenn ich jetzt den auslöse? Ja, okay, dann muss ich wirklich klassisch jetzt Stück für Stück das einfach wieder zurückbauen. Dann gehe ich jetzt an den hier. Genau, dann vermutlich an den und dann müsste ich, denke ich, mal rauskommen. Hoffe ich. Ganz doll. Ja. Wo lang? Hier lang, oder? Ja, da sind wir hergekommen. Da ist jetzt aber auch noch ein Hebel, in den sind wir jetzt hier aktuell nicht reingekommen. Werde ich mir, denke ich, mal in einem Nebenpart genauer angucken. Mal sehen. Wie Sora schon meinte, jetzt sollten wir erstmal schnell zurück zum Eingangsportal. Hier ist erstmal nochmal der Speicherplatz, genau. Da kann man sich natürlich mal die Leben auftanken und hier ging es zurück. Ich hoffe, dass jetzt die Gegner hier draußen nicht neu gespawnt sind, das wäre blöd. Ja, sind sie. Und ich laufe aber direkt wieder in die Blase rein. Toll. Die war aber auch, muss man, finde ich, sagen, nicht ganz so günstig platziert. Ich bin trotzdem immer noch so froh, dass ich das rausgefunden habe, dass man diese Blasen einfrieren kann. Das habe ich, wie gesagt, lange Zeit nicht gewusst. Und habe ich ja im letzten Part gezeigt. Wer den also verpasst hat und wen es interessiert, der sollte sich das gerne angucken. Sowieso, um die Hauptgeschichte zu verstehen, beziehungsweise wer nur Wert auf die Hauptgeschichte legt, der sollte sich auf jeden Fall den letzten Part angucken, denn da haben wir ganz schön viel erfahren. Und auch diese Welt hier spielt eben eine ganz, ganz wichtige Rolle im großen Gesamtzusammenhang. Okay, jetzt müssten die Gegner hier dementsprechend auch wieder da sein. Ja. Und die muss uns das Biest erstmal beiseite räumen, weil ich habe jetzt keine Magie. Das Biest muss jetzt komplett alleine kämpfen.
Es wäre schön, wenn es das auch tun würde. Oder kommen wir einfach so durchs Eingangsportal? Natürlich das Beste. Ja. Dann sparen wir uns natürlich das Kämpfen. I can feel it. Are you ready for them? Hell! Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die! Really? Well, we'll just see about that! Ah! Sora ain't gonna go anywhere! You'd betray your king? Not on your life! But I'm not gonna betray Sora either, 'cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald! Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy! We'll tie them together! Well, you know, all for one and one for all. I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot. Donald, Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart! Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. Und schon müssen wir gegen Riku kämpfen. Der jetzt hier auch in seiner herzlosen Form zum ersten Mal erscheint. Also herzlos in seiner Dunkelheitsform eher gesagt. Und es war eben natürlich auch wieder eine sehr berührende Szene. Der Donald, Goofy, verwerfen ja ihre Mission, nur um eben Sora zu helfen. Und glaube ich auch eine der bekanntesten Szenen mit aus diesem ersten Teil, definitiv. Und was mir auch so auffällt, Goofy ist halt immer ein Stück loyaler als Donald, denn zum Beispiel in den drei Musketieren von Disney, da ist Goofy auch derjenige, der zuerst Mickey zur Hilfe eilt und dann Donald. Und genauso ist es hier eben, sag ich mal, im Spiel auch. Goofy ist zuerst da, um einem zu helfen, ist er auf jeden Fall der loyalere von beiden. Und Sora und Donald haben sich ja sowieso nie so hundertprozentig gut verstanden, also sie haben sich immer gegenseitig ein bisschen geneckt.
So, your heart won this battle. Die weiße Triotech erlernt. Und da haben wir unsere Freunde wieder. Ich muss eben nochmal nachgucken, ob die Feenharfe nicht doch besser ist als das Wunschgestirn. Ist sie nicht. Nur in Sachen Magie. Ansonsten ist Heros aktuell das beste Schwert, das uns zur Verfügung steht. Und das hat man eben auch gemerkt. Also wir haben Rico wirklich ordentlich Schaden gemacht. Der auch sichtlich geschwächt sich verkrümelt hat in die Tiefen dieser Ruine. Uns fehlen aber noch so ein bisschen die AP-Punkte, aber ich hoffe, das gibt sich noch mit der Zeit. Und hier ist eine merkwürdig aussehende Tür. 4 Aushöhlungen sind zu sehen. Ich bin der Meinung, mich zu erinnern, dass man hier hochspringen konnte und dass hier eine Truhe stand. Man konnte sich hier, glaube ich, festhalten eigentlich, dachte ich. Da oben steht auf jeden Fall die Truhe, genau. Und hier kann man sich festhalten, richtig. Und dann kann man von dort aus einfach hier rüber und hier ist jetzt irgendwas drin. Und zwar ein Abilitamin. Mensch, das ist ja genau das, was wir brauchen, worüber ich gerade eben sprach. Aus der Truhe wählen wir das Abilitamin und geben es Sora, denn wir müssen unbedingt den Trotzkopf noch kriegen, denn so langsam geht es ja ins Eingemachte und dann kommen die wirklich schweren Gegner, vor denen ich auch Angst habe. 4 Ausfüllungen, wir suchen 4 Teile. Von denen ich jetzt natürlich nicht mehr genau weiß, wo die sind. Und mir fällt hier so auf, dass hier so Vasen stehen. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Ich suche jetzt gerade einfach irgendwas zum Anwesen. Ach nee, da ist eine Tür. Okay. Die Bibliothek. Karma BD8 erhalten. Vermutlich Band. War das jetzt rot? Dann können wir es hier einsetzen. Die Bücher sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Hier ist die K-Reihe Karma BD8. So. Und was wir hier sehen, ist eben genau das, wo Kairis Großmutter Kairi die Geschichte erzählt hat, aus dieser einen Cutscene. Also auf jeden Fall auch ein geschichtsträchtiger Ort. Und wir haben Glück, die Truhe bleibt gleich vorne stehen. Ich glaube, das muss nicht immer so sein. Da ist auch was ziemlich Wichtiges drin, nämlich das Elixier. Und ich weiß, dass man hier ein Bücherrätsel lösen kann. Ob man das machen muss, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das würde ich schon gerne gleich lösen. Hier ist die A-Reihe, ein Buch fehlt. Man kann ja überall an verschiedenen Orten Bücher finden und die auch dementsprechend einsetzen. Und dadurch die Regale so verschieben, dass man halt durch verschiedene Items belohnt wird. Und hier ist wieder so ein Drehding. Jetzt hatten wir zum Beispiel Pech, jetzt ist die Truhe nicht vorne stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob das wirklich einfach Glück ist oder ob die einfach irgendwann sowieso vorne stehen bleibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Mithril drin und das ist sehr wichtig. Hier, ganz eindeutig, steht ein falsches Buch drin. Hier ist ein grünes. Und hier, Zon Opus. Könnte das hier passen? Nee. Ach, aber hier oben liegt es. Okay. Ach, das grüne Triotech habe ich nicht gesehen. Okay. Kann man hier natürlich richtig gut einbinden. Und ich denke mal, dass dieses Buch hier reinpassen wird. Nicht? Hier vielleicht? Hier passt eins. Und dahinter verbirgt sich ein Schalter, wie es aussieht. Und hier haben wir auch noch nicht dran gedreht. Das sollten wir auch erstmal tun, bevor wir den Schalter vielleicht auslösen. Die Truhe bleibt direkt vorne stehen. Sehr gut. Eine Mega-Potion. Tür wurde entriegelt. Okay. Hier fehlt immer noch ein Buch. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal das hier noch. Fast runtergefallen, Schwein gehabt. Muss wohl nochmal drehen. Jawohl. Wieder ein Abilitamin erhalten. Sehr schön, nehmen wir gerne dankend an. Und ich glaube, da stand auch eine Truhe, genau. Mit dem Ultima-Gummi.
Gut, wir haben ja jetzt einige Bücher bekommen. Jetzt gucken wir einfach mal, ob die hier unten irgendwie passen, weil hier fehlten ja auch noch welche. Ja. Und so offenbaren sich uns nämlich neue Räume. Hier steht auch ein blaues Buch zum Beispiel drin. Das passt hier natürlich auf gar keinen Fall rein. Aber dafür haben wir schon ein anderes gefunden, das hier natürlich besser passt. Hier vielleicht auch schon? Nee, noch nicht. Dann müssen wir uns noch weiter umgucken. Ich finde das Rätsel richtig gut gemacht. Das macht auch auf jeden Fall ziemlichen Spaß. War es das jetzt? Oder... Theoretisch nicht. Uns fehlt doch immer noch ein Buch, oder? Ja, hier liegt es doch, oder? Ja, okay, ich konnte es so gerade eben komischerweise erstmal nicht aufsammeln. Was ist das für ein Bild? Da würde mich mal immer so interessieren, was sich die Entwickler dabei gedacht haben vielleicht. Ist immer noch unvollständig, okay. Ich bin mir aber relativ sicher, dass oben noch, wo liegt hier auf dem Regal vielleicht noch irgendwie was, was ich übersehen habe. Die Reihe ist vollständig. Also oben weiß ich, fehlte auf jeden Fall noch eins irgendwo. Da können wir garantiert noch was einsetzen. Ja, genau, nämlich hier. Aber trotzdem fehlt immer noch ein Buch. Warum habe ich das herbekommen? So, ah ja. Dann denke ich mal, wenn wir das jetzt nehmen, dann wird sich hinter dieser letzten Tür hier unten, die wir eben nicht aufbekommen haben, ein weiteres Buch verstecken. Wo war das jetzt? Genau da. Also hier liegt garantiert entweder eine Schatztruhe oder ein... Also eigentlich muss ein weiteres Buch hier sein. Irgendwas stimmt nicht. Ah, ich sehe auch schon was. Ich wusste nicht, dass man hier auf die Reihenfolge auch Wert legt. So, so stimmt's. Und dort liegt das letzte Buch. Sehr schön. Also ich muss sagen, da habe ich mich doch ganz passabel angestellt. Denn jetzt stellen wir hier das Buch rein und ein weiteres Tor wird sich uns offenbaren. Genau. Aber ich würde sagen, da gehen wir erst später rein, gucken wir erstmal, was sich hinter dieser Tür befindet. Genau, und dieser Raum muss halt irgendwas mit diesen Siegeln zu tun haben, womit wir unten an die Tür aufkriegen. Aber ob wir hier alle finden und vor allem wie wir die finden, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.